Wenn der Winter in Wien Einzug hält, kann für manche das Heizen zur Existenzfrage werden. Eine erste Erleichterung für Betroffene trat mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im September 2010 ein. Seitdem erhalten über 100.000 Bezieherinnen in Wien im Vergleich zur früheren Sozialhilfe rund 600 Euro mehr pro Jahr. Die Stadt Wien unterstützt darüber hinaus jene Haushalte, die unter Energiearmut leiden, ab Jänner 2013 noch zusätzlich mit der neuen Energieunterstützung, die den bisherigen Heizkostenzuschuss ersetzen wird. Die Experten der Volkshilfe Wien begrüßen das neue Unterstützungspaket. Es gibt einen Maßnahmenmix, es gibt Sachleistungen, es werden gesundheitsgefährliche und zum Teil lebensbedrohliche Geräte ausgetauscht auf Kosten der Stadt Wien, und vor allem Menschen, die sich das nicht leisten können, haben dann die Gelegenheit, ein neues Gerät zu bekommen. Es gibt Energieberatung mit einem Zuschuss, um alte Stromfresser zu ersetzen gegen neue, ökonomisch und ökologisch günstigere Geräte. Und das ist eine nachhaltige Investition. Und es gibt die Möglichkeit für Menschen, die hohe Energiekosten haben, diese zu unterstützen durch die Hilfe in besonderen Lebenslagen, und nicht nur Mindestpensionsbezieher und Mindestsicherungsbezieher, sondern auch Menschen an der Armutsgrenze. Alle 5 Liter Gas-Kleinwasserheizer ohne Kaminanschluss, umgangssprachlich Durchlauferhitzer genannt, sind nicht nur teuer, sondern auch ineffizient in der Nutzung. Sie stellen oftmals ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Wien Energie Gasnetz wird im Februar-März 2013 allen Haushalten, die ein solches Gerät besitzen, schriftlich einen Elektrospeicher zum Tausch anbieten. Die Kosten für den Tausch übernimmt die MA40, die auch zentraler Ansprechpartner für die Wien Energieunterstützung ist. In Zeiten steigender Energiepreise können Energiejahresrechnungen unerwartet hoch ausfallen und bei Menschen, die bereits in einer finanziell angespannten Situation leben, zu einer akuten Notlage führen. Für Gemeinderat Kurt Wagner ist daher klar, dass an Unterstützung nicht gespart wird. Der Heizkostenzuschuss wird nicht reduziert, sondern bleibt in voller Höhe. Er macht derzeit 6 Millionen Euro aus aufrecht. Und diese Personengruppen können natürlich dann auch von Jänner bis Dezember Anträge stellen. Und wenn es notwendig ist, wird man ihnen rasch und unbürokratisch bei der Bewältigung ihrer Probleme helfen. Denn in Wien sollte sich keiner vor dem Winter oder der Kälte fürchten müssen.